Willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario World Vanilla Dome 3. Wir haben jetzt gerade die Möglichkeit, einen spannenden Level zu spielen, nämlich Butterbrücke 1 und Vanilla Dome 3. Beide ungefähr gleich, langweilige Kacke, aber sagt's nicht weiter, sagt keinem weiter. Auf jeden Fall, ich werde jetzt erst den einen Weg komplettieren, den wir gerade gehen. Das heißt noch Vanilla Dome 4, dann das Vanilla Castle, beziehungsweise Wendy's Castle. Danach kommt dann noch die Käsebrücke mit einem Secret Exit zum Soda Lake, mit einem Exit zur Sternwelt. Und danach kommt, glaube ich, der Cookie Mountain. Und dann sind wir beim Schloss der vierten Welt und ich musste mich gerade kratzen, deswegen wurde das dezent knapp. Ja. Und der andere Weg besteht jetzt noch aus der Butterbrücke und dann hätten wir den halt auch. Also ihr merkt schon, sehr spannender Kram, der jetzt noch auf uns zukommt. Das sind halt alles Level, die unterhalten mich nicht. Die ich schrecklichst langweilig finde. Easy. So. Zack. Ne, ich wollte eigentlich nicht direkt wieder abspringen. Falls ihr das alle dachtet. Das war nicht mein Plan. Nein, nein. Zack. Einfach mal ein bisschen. Bisschen Risikomodus. Ne, ein bisschen Risikomodus. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ein bisschen Risikomodus auch. Yay. Ich spiele risikoreich, riskant. Alles. Tun. So, zack. Gib mir da Feder. Denn jetzt will ich einmal ganz kurz was wissen. Und zwar, das war doch hier, oder? Korrekt. Aber da muss man halt gut springen. Und zwar jetzt! Komm! Ja, hat gerade so gereicht. Hier ist eine Yoshi-Münze. Und ein P-Switch mit einem eleganten Weg nach unten zur 40. Wäre jetzt irgendwie stylisch gewesen, wenn wir genau jetzt die 50 gemacht hätten, weil jetzt hatte ich einen Blind Jump. Ich wusste nicht, wo genau der Zielmarker ist, okay? Das ist ein Riesenunterschied. Ein sehr Riesenunterschied zur Vanilla Dome 4. Dann machen wir das dritte Schloss. Ciao. Den Yoshi braucht doch eh keiner mehr. Wer braucht denn bitte schon Yoshi in diesem Spiel? Der wird nur elementar wichtig in einem der nächsten Level. Den braucht man nicht. Den kann man auch einfach weglöschen. Einfach aus dem Spiel patchen noch. Jetzt so 25 Jahre nach Release. Einfach mal rauspatchen. Wäre eigentlich praktischer als den Secret Exit schnell einzusammeln. Den Secret Exit, den Checkpoint. Weil dann hätten wir noch einen Pilz extra dazu bekommen, aber... Alter! Wir sind schon extrem krass. So, einfach mal fliegen. Ich glaube, das reicht nicht bis zum Ziel, aber fast. Und wieder 40. Yay! Ach man, meine Motivation, dieses Bonus-Game zu machen, steigt und steigt. Mit jeder Sekunde, mit jedem Augenblick habe ich mehr Bock auf dieses geile Minispiel. Das ist mit einer Feder auch gar nicht nervig oder so. Bonusspiel, Spam, yeah. Mit der Feder, mit dem Stern und der Feuerblume ist doch Tutti Frutti Karutti. Zack. Auch das hier wird jetzt sehr spannend. Ja, okay, hat sich erledigt. Jetzt wollte ich tricksen und dann darf ich nicht mal das, Wow. Wow. Ja, kacke. Alter Junge! Jetzt geh mir doch mal nicht auf den Sack. Alter, verdammt nochmal. Ich habe gesagt, nicht auf den Sack gehen. So, danke für das Leben, das ich nicht nötig habe eigentlich. Und jetzt sind wir im Magic Koopa freien Bereich. Und ich spiele immer noch total YOLO. Aber solange ich es mir leisten kann, ist das ja in Ordnung. Und ich kann es mir halt einfach leisten. So. Danke für den Pilz.
mein Gott! Alter! Also langsam sind wir dann auch in einem Bereich, wo sogar ich sagen würde, ich schalte mal einen Gang zurück, bevor wir hier echt noch sehr krass draufgehen oder so. Das war jetzt schon dezent eng. Dezent. Oh Gott. Ich bin aber auch echt jemand, der hat keine Lust mehr in diesem Spiel zu überleben, ne? Meine Fresse. Ja, keine Chance, war nicht in meiner Nähe. Warten wir. Jetzt war er in meiner Nähe. Na, ich finde den hier sogar noch schwieriger als die andere Version in der sechsten, danke, Welt. Weil da sind alle Röhren flach und die Podobos sind da zwar zwei, aber die kann man viel leichter vorhersagen. Und es ist nicht so behäbig wie hier, wo die Röhren so ein bisschen hoch runter sind. Auf verschiedenen Höhen liegen. Gut. Dritte Welt wäre damit also auch geschafft. Freut mich, erfüllt mich mit innerster Ruhe. Mario has triumphed over Lemmy Copper auf Castle Hashtag 3. Mario's quest is starting to get much more difficult. Have you found the red and green switches yet? Yes, we have. We have. Denn wir sind krasse Spieler. So, und jetzt geht's hier halt, wie gesagt, weiter mit... Ja, jetzt haben wir hier halt Cheese Bridge Area. Muss ich allerdings sagen, habe ich da Bock drauf? Ach komm, wisst ihr was? Wir probieren es jetzt einfach mal. Hier durchzufliegen. Wie so ein Hengst. Ein Problem könnten die Sägen werden. Ich überlebe das. Was eine dumme Scheiße, Mann. Ein Problem könnten die Sägen werden. Aber ich bin mir sicher, schreibt mal in die Kommentare, ihr habt mich doch bestimmt tot gesehen. Ja. Ganz bestimmt. Ihr habt mich ganz bestimmt tot gesehen. Wolltet alle, dass ich sterbe in diesem Spiel. Aber ich werde niemals sterben. Wow. Ich wollte eigentlich auf die Kettensäge springen und deswegen habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, als das Ganze nicht funktioniert und ich wieder auf der Plattform gelandet bin, weil ich eigentlich dachte, ich könnte nochmal irgendwie abspringen, aber das ist gar nicht der Fall gewesen. Deswegen habe ich für einen kurzen Moment gesagt, ich falle runter, aber das ist gar nicht der Fall gewesen. Luft holen. Red mal langsamer, Digga. Ja, Flügel für Yoshi. Kann ich leider nichts mit anfangen. Schade, schade. Es wird richtig nervig, Mann. Komm, wir üben schon mal. Ach Mann, ich hätte jetzt echt krass gefunden, wenn ich jetzt unterm Ziel so durchgeschwungen wäre, weil mit dem Spinjump kannst du ja, ne? Weißt, wie ich es meine? Das wäre krass gewesen. Okay, machen einfach mal weiter, bis wir wieder einen Yoshi haben. Das kann sich noch ein bisschen hinziehen, glaube ich. Ich kenne nicht mehr genau die Infrastruktur hier. Wie genau das aufgebaut ist und all sowas. Zack, da oben hätte es eigentlich, glaube ich, ein Leben gegeben. Ah ne, das war hier. Wobei ich glaube, es hätte in beiden Punkten ein Leben gegeben. Sind wir nicht gleich schon beim Ziel irgendwie? Ja, jetzt. Ziemlich genau. Hat doch noch auf sich warten lassen, ey. Ich habe den Level viel kürzer eingeschätzt. Ich überspringe den Level immer voll, ne? Wenn ich eine Feder habe und es geht um so ein Overground-Level, bin ich immer voll am Überspringen. Ja, ja. So, da hätten wir das Schloss. Das meine ich aber gar nicht. So, und einfach nur vor der Lulz versuche ich jetzt einmal mit eben angewandter Methode einmal hier durchzukommen. Wobei das hier halt schon kniffliger ist, glaube ich. Letzter! Die letzte Säge! Okay. Dann machen wir es auf die Art und Weise. Ja, jetzt ist es halt egal, ob wir die Star Road nehmen oder nicht. Jetzt ist das sowieso total egal. Ob wir die nehmen oder nicht. Weil das sowieso gleich nah dran ist. Das wäre jetzt ein Vorteil gewesen, den wir durch die Star Road gut gehabt hätten. Einfach mal eine ganze Ecke abzukürzen.
give me all I want, dann gebe ich Ruhe. Okay? Gut, danke. Dann machen wir es jetzt wie gedacht mit der wir gleiten da rum Methode. Ich werde nur den Anfangsbereich, der wird ätzend, weil ich will den so nicht lösen. Ach man. Machen wir es halt doch. Safety first. Mann. Ich will das aber so nicht lösen müssen. Wenn ich jetzt hier den Yoshi verliere, ne? Mir fällt gerade was auf. Ich hätte einfach, als ich da gefailt habe, Start Select drücken sollen. Denn den Level habe ich ja schon mal abgeschlossen. Dann wäre ich einfach aus dem Level geportet worden. Zeige ich euch irgendwann mal diesen Art Vorteil. So, jetzt holen wir uns mal den Checkpoint. Das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Ah, hier ist die Plattform, wo man dann... Ja, jetzt muss man sich hier hinten am besten schon mal Anlauf holen, um loszuspringen. So. Dann gucken wir einfach mal, was die Säge kriegen wir. Shit. Da fehlen Sägen. Start Select. Wir haben alles noch. Start Select. Gerade angesprochen und schon konnten wir es super umsetzen. Nein, ich habe den Speed da verloren. Zack. Weil ich will das jetzt einmal so lösen, wie ich das gerade... Ah, Mist. Na, Mann! Da! Aber ihr checkt das Prinzip, oder? Unserem Ziel her... Aber halt mit einer geilen Feder. Wisst ihr was? Ich trickse jetzt einfach weiter rum. Ist mir total egal. So. Bis hierhin passten die Sprünge ja auch immer. So, und jetzt einmal aufpassen. So. Geht doch. Einfach einmal ganz kurz Augen auf beim Sägenkauf. Obwohl wir keine Säge kaufen. Lol. Dann machen wir es jetzt einfach auf die geplante Art und Weise. Zack. Bam. Den Mond zwar jetzt elegant übersprungen, aber die 9 Leben, die 8 Leben, Entschuldigung, die uns noch zu 99 fehlen, kriegen wir auch irgendwie anders noch, oder? Da bin ich mir sehr sicher. So, Sodalake. Das gute alte Sodalake. Hier kommen, glaube ich, die Torpedo-Tets einmalig vor. Ich glaube, die gibt es irgendwie in keinem anderen Level gefühlt. Deswegen schenkt ihnen Beachtung, sie werden sonst traurig. Das meine ich ernst. Die sind sogar auf dem Thumbnail, wenn ich dran denke. Weil die sonst nicht beachtet werden. Sonst gibt es einfach keine Torpedo-Tets in diesem Spiel. Traurig, aber wahr. Ist eigentlich voll diskriminierend, oder? Lass mich mal ganz kurz bitte kratzen. Einfach mal ganz kurz. Das machen nur die engagiertesten Gamer. Trotzdem weiterzocken, obwohl man sich kratzen muss. Und trotzdem noch auf ganzer Geschwindigkeit spielen. Ohne zu pausieren irgendwie. Ich bin aber auch eine Maschine, ne? Sagt er in dem Moment, in dem er sich treffen ließ. Aber trotzdem. Ich finde mich gut. Aber halt auch nicht grundlos. Ach, da wäre ich gar nicht bis zu 50 gekommen. Never ever. Never, never, ever, 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 never. Dann können wir ja tatsächlich in diesem Part noch Ludwig klatschen. Ehe wir dann im nächsten Part mit Scrolling-Kacke anfangen. Worauf ich überhaupt keine Lust habe. No scrolling. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach den Krams hier. Zack. Okay. Wir brauchen... Jawohl. Wir haben doppelt gegessen. Leute. Das heißt, wir haben jetzt nur... Eigentlich... Alter, bin ich der Skiller? Oder bin ich der Skiller?
Leute, jetzt ganz im Ernst, das war doch einfach nur der Move. Das war der Move. Ich bin wirklich beeindruckt von meinem Skill. Ach nee, das war hier gar nicht. Lol. Scheiße. Warte. So, ciao Yoshi. Ich wollte hier den Schlüssel einfach so freilegen. Dann gehe ich dann halt auch mal ein Yoshi-Leben für ein. So, und jetzt haben wir eine Feder. Und können ganz simpel... Jetzt könnten wir theoretisch zum Final Schloss übrigens. Ganz simpel hier. Längs. Uns einfach mal diesen geilen Level gönnen. Zack. Okay, wir fliegen einfach. Wir fliegen einfach. Da oben ist es. Ich denke, das konnte man jetzt gut sehen. Aber wir machen es natürlich ganz skillvoll, ne? Und zwar, wie das Ganze halt eben auch noch geht. Ich muss mich heute die ganze Zeit kratzen. Das pisst mich ein bisschen an. So. Ja, wenn man den blauen noch nicht hat, dann kommt man da ganz leicht hin. Ganz leicht ist natürlich immer so ein bisschen... Ja. Ist wirklich auf den Pixel genau, passt das von der Blockzahl, die es hoch ist. Aber wirklich auf den Pixel genau. Habt ihr ja gerade eben selber gesehen, ne? So, lass mich mal ganz kurz bitte fliegen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, ganz über den Level zu rennen. Jawolski, Alter. Sind wir nicht die besten Spieler auf diesem Planeten, Mann? Und jetzt bin ich einfach noch so krass. Geht das? Ja, einfach voll übers Ziel drüber. Sehr schön. Ja. Und so spielt man diesen Level. Einfach gechillte Milte. So, ansonsten den ganzen Normal-Exit-Bums hier machen wir dann später. Den Normal-Exit hier habe ich halt nur genommen, damit wir überhaupt jetzt... Warte, hier waren wir, ne? Ja. Damit wir überhaupt jetzt eine komplette Umrundung in der Welt da haben. Gut. Beim nächsten Mal dann also Butterbrücken-Action, worauf ich mich persönlich überhaupt nicht freue. Das Schlösschen und dann geht's in den Forest of Illusion und der wird auch nochmal, der wird wieder interessanter, sag ich mal. Der hebt sich irgendwie ein bisschen mehr ab. Die Welten hier waren jetzt Lali-Fali. Gut, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst nichts anbrennen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.